gerade ein Sauwetter. Gibt es eigentlich Sauwetter? Eigentlich nicht, ne? Ich muss gerade an einen Gag denken von Hegar, dem Wikinger. Da war mit Sven Glückspilz in England. Und dann gucken sie so auf den Straßen sich um und da ist niemand. Und dann sagt Sven Glückspilz, die ganzen letzten Tage hat es geprasselt und es hat geregnet ohne Ende. Und heute nieselt es nur und keiner ist auf den Straßen. Und dann fragt er einen Einheimischen, entschuldigen Sie, wo sind denn alle? Und er sagt, an schönen Tagen wie heute sind die alle am Strand. Ja, es ist eben immer ein wenig relativ, wie man das Wetter beurteilt, nicht? Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Jesus in seiner Endzeitrede, als er sagt, dass es am Ende der Zeit sein würde, wie in den Tagen Noahs, dass er den Regen auch gemeint haben könnte. Weil wir haben ja dieses Dürrejahr angekündigt bekommen und jetzt haben wir das regenreichste Jahr, ich glaube seit 120 Jahren, hier in den Niederlanden auf jeden Fall. Auch in Deutschland gab es, glaube ich, Bereiche, wo es heißt, so viel Niederschlag wie seit Anfang der Wetteraufzeichnungen nicht mehr. So als wollte Gott die hochtrabenden Worte der Menschen einfach ad absurdum führen und sagen, aha, ihr wisst das also, ihr könnt es entscheiden. Na, mal gucken, wie ihr das jetzt seht mit diesen Regenmassen, nicht? Ja, Gott hat die Dinge in der Hand und nicht der Mensch. Er bestimmt übrigens die Regeln des Regens, habe ich heute Morgen noch gelesen in meiner Bibel. Die Regeln, das sagt Hiob. Gott bestimmt die Regeln, nicht der Mensch. Ja, ich weiß, wir können mittlerweile was in die Wolken schießen, dann fängt es an zu regnen. Aber wenn der Mensch etwas entscheidet, über Gott hinweg quasi, ja, dann ist es immer schlechter als das, was Gott gemacht hat. Das heißt, es hat immer negative Folgen im Gegensatz zu dem, was Gott geschaffen hat. Und der Teufel, der macht sich das zunutze. Der stellt nämlich die Dinge immer gerne auf den Kopf. Und das ist das Thema des heutigen Sonntagspostings. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür, wo der Teufel genau das macht. Schon die erste Lüge des Teufels, die hängt damit zusammen. Gott hatte gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr gewiss sterben an diesem Tag. Ich habe das schon mal erklärt, das Sterben beginnt quasi mit der Sünde. Und unsere Körper, die sterben von unserer Geburt an. Da sterben Zellen ab. Es gibt zuerst mehr Wachstum und weniger Zellen sterben ab, als neue gebildet werden. Aber nach einiger Zeit, so mit 25 etwa, hast du den Zenit überschritten und dann geht es wieder bergab. Und dann bauen sich mehr Zellen ab, als sich aufbauen. Das heißt, du alterst, so nennen wir das mal schlicht ausgedrückt. Und der Teufel, der hatte gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Er stellt das in Frage. Was Gott als Drohung ausgegeben hatte, du wirst sterben, wenn du das isst. Nein, sagt er, ihr werdet mitnichten sterben, ihr werdet sein wie Gott. Und ich habe das schon ein paar Mal erklärt, interessant an den Aussagen des Teufels ist, dass sie oftmals so einen Kern Wahrheit enthalten. Denn sie wurden tatsächlich in einer Hinsicht wie Gott. Sie konnten nämlich von da an Böse und Gut unterscheiden. Vorher waren sie völlig unschuldig und wussten gar nicht, was das Böse ist. Aber mit dem Zeitpunkt, wo sie von der Frucht gegessen haben, waren sie insofern wie Gott, dass sie Böse und Gut unterscheiden konnten. Das war also wahr. Der Teufel vermischt das. Und dann redet er den Menschen das Gegenteil von dem ein, was Gott gesagt hat. Und das ist auch die große Gefahr unserer Zeit, dass die Menschen auf jeden Mist hören, nur nicht auf das, was Gott ihnen zu sagen hat. Eine Sache, die Gott geschaffen hat zum Beispiel, ist das Gewissen, was wir haben. Jeder kennt das Wort, ich habe ein schlechtes Gewissen. Wenn ich jemanden übervorteilt oder angelogen habe, dann sagt mir mein Gewissen, das ist nicht in Ordnung. Und diese gute Sache, die Gott so eingerichtet hat, damit wir durch diese gefallene Welt gut durchkommen, dass wir unser Gewissen nutzen, um zu merken, das ist gut und das ist richtig und da habe ich Mist gebaut, die nutzt der Teufel in unserer Zeit auch schamlos aus, indem er uns ein schlechtes Gewissen einredet, wo wir gar keins haben müssen. Ein Beispiel dafür, ich will es nicht schon wieder durchkauen, ist das Klima. Auf das wir Menschen überhaupt keinen Einfluss haben. Das wird einfach nur behauptet. Und dann wird behauptet, wenn ihr dies oder jenes macht, dann wird es besser. Und es ist bewiesen, dass das nicht funktioniert. Wir haben einfach einen viel zu geringen Einfluss auf das Klima, als dass wir durch unser Handeln unser Gewissen beruhigen müssten, um irgendwas zu verändern.
Und so erreicht der Teufel, dass man sich mit völlig nutzlosen Dingen beschäftigt. Den ganzen Tag drehen sich die Gedanken des Menschen nur um das Klima und die stecken Milliarden und Abermilliarden in diesen Irrsinn. Dieses Geld kannst du genauso gut in Gulli kloppen. Ja? Aber Hauptsache, ich mache den Menschen ein schlechtes Gewissen. Dann beschäftigen sie sich mit jedem Mist, nur nicht mit Gott. Das ist immer der Haupttrick des Teufels, die Menschen davon abzulenken, sich mit Gott zu beschäftigen. Wenn ich so höre, wie viele Christen sich mittlerweile auch ablenken lassen vom Wort Gottes und sich mit irgendwelchem Schwachsinn beschäftigen, wie das die Erde eine Scheibe ist und all so ein Unfug, ja, da kann ich nur sagen, selig sind die geistig Armen. Und das ist es, was Gottes Wort auch sagt, dass am Ende der Zeit der Abfall kommen wird und viele vom Glauben sich verabschieden werden. Und dafür mit verantwortlich ist das schlechte Gewissen, was der Teufel uns von morgens bis abends einredet. Hättest du diese kurze Strecke nicht doch besser mit dem Fahrrad fahren sollen? Musst du den Planeten so schädigen? Ist das wirklich gut, dass du Kunststoffklamotten trägst oder zu viel Fleisch isst? Das heißt, dieses schlechte Gewissen, was uns von morgens bis abends gemacht wird, nicht? Und lustigerweise gerade von den Leuten, die Sachen erst recht nicht einhalten. Unsere Politiker. Es scheint also Mode geworden zu sein, durch den teuflischen Hintergrund, dass wir ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommen. Wie bitte? Matze? Du bist dafür, die Flüchtlingsströme, das wogende Völkermeer, von dem Jesus gesprochen hat, mal ein bisschen besser zu prüfen, ob das so gut ist, was wir da gerade machen? Das kannst du nicht tun. Damit strafst du doch die Ärmsten der Armen und die christlichen Nächstenliebe gebietet es doch allen zu helfen. Soweit ich weiß, zahlen wir zig Milliarden Entwicklungshilfe, zum Beispiel für Indien. In Indien gibt es unzählige Milliardäre, mit deren Geld man problemlos, wenn man vernünftige Steuern erheben würde dort, die Armut in Indien bekämpfen könnte. Das machen wir, was längst die westlichen Länder über Bord geworfen haben, wo die Deutschen die einzigen Blöden sind, die es immer noch machen? Moment, was sagt eigentlich Gottes Wort dazu? Einfach ungeprüft allen das Geld in den Hals zu schmeißen, wie zum Beispiel Ukraine-Flüchtlingen. Ja, aber das müssen wir doch, die flüchten doch vor dem Krieg. Ja, wahren Flüchtlingen kann man natürlich helfen. Ist doch logisch, man hat uns ja auch geholfen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber sind das wirklich Flüchtlinge? Es gibt verbürgte Fälle, dass Ukrainer hier bei uns Bürgergeld beantragt haben und dann zurück in die Ukraine gefahren sind. Und jetzt munter warten, wie das jeden Monat auf ihr Konto kommt. Und Indien fliegt derweil zum Mond. Werden wir Entwicklungshilfen zahlen? Das ist doch alles nicht auszuhalten, oder? Was sagt denn Gottes Wort eigentlich dazu? Moment. Am Ende vom 1. Thessalonicher Brief, da sagt Paulus den Thessalonichern so einige grundsätzliche Angaben, wie sie sich verhalten sollen. Sie sollen sich alle Zeit freuen, sie sollen beten unablässig, sie sollen immer dankbar sein. Und da heißt es am Schluss, prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Prüfen wir eigentlich noch? Na, die Regierung schon lange nicht mehr, nicht? Da wird einfach alles ungeprüft angenommen, ohne weiter nachzudenken. Und jetzt schlage ich mal Römer 13 auf. Und Römer 13, das viel zitierte Kapitel, wo viele Christen behauptet haben, Matze, wir müssen dem Staat gehorchen in der Corona-Krise, wo uns in Christengemeinden verboten wurde, zusammenzukommen, verboten wurde, zu singen. Das soll also vom Staat angeordnet sein und wir müssen sagen, jawohl, lieber Staat, dann singen wir lieber nicht mehr. Ich habe noch nie gehört, dass das Lob Gottes irgendeinen Menschen krank gemacht hätte. Aber okay, lass ich mal so stehen. Wir lesen Römer 13. Da ist nämlich von der Regierung die Rede. Von einer Regierung, die einen bestimmten Zweck hat. Übrigens, die Regierung, das sind eigentlich unsere Vertreter. Wenn die aber das tun, was die Mehrheit des Volkes gar nicht will, ist das eigentlich noch Demokratie? Ach nee, Moment. Wir müssen ja die Demokratie schützen, habe ich diese Woche gelesen, weil man immer wieder mal überlegt, wie könnten wir die böse AfD verbieten? Die AfD nämlich ist eine Gefahr für die Demokratie. Und ich dachte eigentlich immer, gerade das wäre Demokratie, wenn die Bürger die Partei wählen können, die sie für richtig halten. Und wenn eine Partei gewählt wird, die auch Probleme mit sich bringt, das will ich gar nicht bestreiten, dann müsste man vielleicht mal überlegen, wie das denn kommt, dass die Bürger das wählen, weil nämlich die aktuellen Regierenden es offensichtlich nicht auf die Reihe kriegen. Aber sie zu verbieten, das ist wieder diese widerliche Folge des schlechten Gewissens. Du bist ein Nazi, du hast AfD gewählt. Ja, da wird ein schlechtes Gewissen gemacht und dann schließlich wird behauptet, die müssen wir verbieten, die Partei, weil ihnen nichts anderes mehr einfällt. Die Regierung, die soll laut Gottes Wort eigentlich Folgendes tun.
Römer 13. Da steht einiges zur Regierung. Da wird ausführlich beschrieben, erstens, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Das heißt, wie Mark Twain mal sagte, jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Und wir haben anscheinend nichts anderes verdient als diesen Mist, den wir gerade haben. Ja? Und dann heißt es, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Das heißt, sie ist Gottes Dienerin zum Guten. Wenn du das Böse verübst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Das ist übrigens ein Hinweis auf die Todesstrafe, ja, dass die Regierung auch die Macht hat, einen zu töten. Ist eigentlich so gedacht, ja. Dann fürchte dich, denn sie ist eine Rächerin zur Strafe für den, der das Böse tut. Und das heißt, der Gute, der wird belohnt. Der Gute wird belohnt, der Böse wird bestraft. Moment mal. Wenn der Gute belohnt wird, der fleißig arbeitet, wieso wird der dann am meisten geschröpft? Und wenn der Böse, der zu faul ist oder den Staat sogar ausnutzt, das einfach ganz bewusst tut, wieso wird der belohnt? Das Gegenteil von dem, was Gottes Wort sagt, wird gerade in unserem Land gemacht. Und das ist das Problem, wenn das nicht übereinstimmt. Das ist das absolute Gegenteil. Es wird, wie ich sagte, auf den Kopf gestellt. Das Gute wird böse, das Böse wird gut. Die Guten werden bestraft, die Bösen werden belohnt. Erstaunlich ist ja auch, wie skrupellos die Menschen dadurch werden. Sie verlieren jede Scham und sind absolut skrupellos. Gelder beantragen, die man gar nicht verdient hat, und dann wieder zurück ins eigene Land fahren, das ist skrupellos, oder? Guck mal hier auf mein Handy. Diese SMS, die habe ich letzte Woche bekommen. Mama, Papa, mein Handy hat einen Wasserschaden. Bitte schreib mir eine WhatsApp unter dieser Nummer. Ja, sicher. Ich wäre schön blöd, wenn ich es machen würde, nicht? Das ist ein Betrugsversuch. Wenn man versucht, Leute zu übertölpeln. Am Schluss kommt wahrscheinlich an ihn wieder der Wunsch, bitte überweis mir schnell Geld auf dieses Konto, dann kannst du mir helfen, nicht? Das ist Skrupellosigkeit. Und das kommt dadurch, dass das Gute zum Bösen wird und das Böse zum Guten. Und wenn die Menschen sehen, dass selbst die Regierung ohne jeden Skrupel handelt, von uns verlangt, dass wir Fahrrad fahren und selber jede 20 Kilometer Strecke mit dem Flugzeug fliegt, ja, dann ist es doch kein Wunder, wenn dann die Menschen auch sagen, ja, warum soll ich dann Skrupel haben? Das färbt doch einfach nur ab. Denn was die uns da oben vormachen, das werden viele Menschen einfach nachmachen. Jedenfalls diejenigen, die kein Rückgrat haben, nicht? Prüft alles, das Gute haltet fest. Das ist ein Prinzip, was in unserem ganzen Leben gilt. Nicht nur für Christen in der Gemeinde, sondern auch für Politiker. Egal, wer etwas von sich gibt, ja, man kann genau prüfen, sagt diese Person die Wahrheit, ja. Kann man überhaupt noch die Wahrheit sagen heute? Thomas Gottschalk hat es in seinem Abschied klar und deutlich formuliert. Kann man nicht. Ich muss zu Hause anders reden als im Fernsehen. Dafür ist er viel kritisiert worden. Ich muss sagen, ich war nie ein Fan von Gottschalk, aber da muss ich sagen, super, dass er das mal auf den Punkt gebracht hat. Das ist so. Das ist eine Form des Meinungsverbotes geworden. Und wir merken es nicht. Indem man uns ein schlechtes Gewissen einredet. So, jetzt passt auf. Wir wollen mal was prüfen. Man kann auch Christen und falsche Lehren und Irrlehren und charismatische Lehren oder schwachmatische Lehren, wie mir kürzlich jemand, wie gesagt, nahelegte, dann kannst du die Charismaten auch gleich Schwachmaten nennen. Bin ich mit einverstanden? Wir gucken in Gottes Wort, was Gottes Wort sagt, ja. Da war eine Schwester, die sich so ein bisschen mitreißen lassen hat mit so modernen Thesen von, es gibt gar keine Erdkugel, das Weltall gibt's auch nicht, die Erde ist eine Scheibe, bla bla bla, ihr kennt diesen Quark, ne? Okay. Dann lasse ich heute Morgen in meiner stillen Zeit im Buch Hiob, und zwar in Kapitel 26. Da sagt Hiob in seiner letzten Rede, seiner letzten langen Rede, er verhüllt den Anblick seines Thrones, indem er gewölkt darüber ausbreitet. Er rundet eine Schranke ab über der Fläche der Wasser bis zum äußersten Ende, wo Licht und Finsternis aufeinandertreffen. Wenn es unter einer Kuppel einer flachen Erde hell und dunkel wird, dann können doch nicht irgendwie Licht und Finsternis irgendwo aufeinandertreffen, oder? Da muss doch irgendein Punkt sein, wo diese beiden Extreme aufeinandertreffen, die übrigens in der Astronomie als Terminator-Abgrenzer bezeichnet werden. Also hier ist die Erdkugel, ja, und ihr seht, da ist quasi ein Abgrenzer dazwischen, ja. Das ist dieser Punkt, der sich den ganzen Tag lang bewegt, weil die Planeten halt in Bewegung sind. Und jetzt kommen Leute an und erzählen allen Ernstes, nein, die Erde ist flach und hat so eine Kuppel oben drüber, wie im Mittelalter. Und du fragst dich, was ist denn los? Und du merkst, dass sich Gottes Wort wieder mal erfüllt, dass am Schluss viele abfallen werden und den Mythen, ja, so heißt es wörtlich im Urtext, folgen werden. Sie werden lieber den Mythen, den Märchen, den Fabeln werden sie folgen, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Das klingt interessant, das will ich glauben, nicht? Aber Gottes Wort sagt, eine abgerundete Schranke, und es gibt einen Punkt, wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Seht ihr? Diesen Punkt, den gibt es.
Also da gibt es nichts zu diskutieren. Und da muss man auch nicht als Christ sich drauf einlassen auf so einen Irrsinn. Die Erde ist eine Kugel. Und Hiob sagt noch was. Du hast die Erde aufgehängt über dem Nichts. Jetzt guckt euch mal an, wie die Erde im Weltall schwebt, nicht? Schwerelos quasi. Über dem Nichts. Da ist nichts weiter. Es steht alles hier in diesem Wort geschrieben, nicht? Also wir können anhand von Gottes Wort alles prüfen. Die Politik und alles, was passiert, ja? Und dass die Rechtspopulisten, das ist auch so ein schlechtes Gewissen übrigens, was man uns macht, das sind Populisten. Ich kenne keinen Politiker, der nicht ein Populist wäre, ja? Ein Populist ist jemand, der etwas sagt, von dem er annimmt, dass es der Mehrheit der Population, der Bevölkerung gefällt. Das ist alles. Das macht jeder Politiker, ja? Aber Populist ist zu einem bösen Wort geworden. So wie Geert Wilders in den Niederlanden jetzt mit großem Abstand mit seiner Rechtspopulistenpartei gewonnen hat. Der hat übrigens was Interessantes gesagt, was für viel Furore gesorgt hat in dieser Woche. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, eigentlich gibt es Palästina. Und Judäa und Samaria gehören zu Israel. Das hat Geert Wilders gesagt, schon vor längerer Zeit. Und er sagt, eigentlich ist Jordanien Palästina. Und das Witzige ist, der Bibellehrer Roger Libby hat genau das ausgeführt und sagt in einer seiner Predigten, hätte man Jordanien damals nur Palästina genannt, dann wüsste man, wo es ist, nicht? Stattdessen wollen sie Israel. Das ist der ganze Punkt. Man will Israel verschwinden lassen, aber ich möchte nicht schon wieder in dieses Thema kommen, das werden wir sicher nochmal ausführlicher beleuchten können, aber wir sehen glasklar in Gottes Wort, wofür die Regierung da ist. Sie ist dafür da, das Böse zu bestrafen, das Gute zu belohnen. Wir haben gesehen, sie macht genau das Gegenteil, ja? Auch wieder eine Schlagzeile diese Woche, da ist ein Straftäter gefangen gehalten worden und die Polizei hat gesagt, der müsste eigentlich jetzt mal untersucht werden, der müsste in Untersuchungshaft, ja, und die haben ihn einfach laufen lassen, der war gerade draußen, da hat eine Frau vergewaltigt. Also unfassbar, ja. Das ist unser Land. Das Böse wird geschützt, das Gute wird bestraft. Wenn du was Gutes willst, dann droht man dir Gefängnis an. So ist es. Und es wird noch schlimmer kommen. Für die Botschaft dieses Wortes wird man wahrscheinlich in diesem Land auch irgendwann ins Gefängnis wandern müssen. Und wo wird das Gute zum Bösen erklärt? Gibt's das auch tatsächlich? Nun, ich habe schon angedeutet, der Glaube an Jesus Christus als dem einzigen Weg, der wird wahrscheinlich auch eines Tages als etwas Böses bezeichnet. Wie Frau Claudia Roth das ja jetzt schon tat, als sie diesen Spruch, es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch nur ein einziger Name unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden müssen, nämlich Jesus Christus, vom Berliner Stadtschloss tilgen wollte, was jetzt Gott sei Dank nicht passiert. Aber man sieht diese Intention. Ja, aber auch auf ganz banalem Weg, bei ganz einfachen, logischen Handlungsweisen, zum Beispiel von Eltern, sieht man mittlerweile, dass Dinge für böse erklärt werden. Wenn ich zum Beispiel nicht bereit bin, mein Kind allen sexuellen Perversionen hinzugeben, die heutzutage propagiert werden. Diese Woche Folgendes passiert. Eine Mutter kriegt von ihrer Tochter eine Nachricht auf ihr Handy. Mama, ich habe so ganz komische Bilder bekommen, was soll ich nur machen? Und die Mutter sagt, schick mir mal eins dieser Bilder. Und dann handelt es sich da um irgendwie was Kinderpornografisches. Bilder zusammengebaut, Kindergesichter und nackte Männerkörper oder so ähnlich war es, glaube ich. Jetzt in der guten Annahme, diese Sache melden zu müssen, schickt diese Mutter eines dieser Bilder an die Lehrerin, um sie darauf aufmerksam zu machen, da in ihrer Klasse passiert sowas, da wird sowas hin und her geschickt. Achten Sie da mal drauf. Was passiert? Die Mutter kriegt eine Anzeige von der Polizei, muss sich jetzt da verantworten vor der Staatsanwaltschaft, weil sie unerlaubt kinderpornografisches Material weitergeleitet hat. Ja, ich sehe ja ein, dass man streng sein muss beim Weiterleiten und das Weiterleiten auch nicht straffrei sein darf. Aber es ist doch völlig offensichtlich, dass die Mutter nur etwas melden wollte. Wie krank wird diese Gesellschaft noch? Die hat eine Bewährungsstrafe bekommen, weil der Staatsanwalt gnädig war und sagte, sie wollte ja was Gutes. Nun, zum Glück geht der Anwalt jetzt in die nächste Instanz, weil er natürlich einen Freispruch will, ja? Aber man muss sich mal diese Idiotien auf der Zunge zergehen lassen, was in diesem Land gerade passiert. Und wisst ihr, am Ende der Zeit von Paulus, als er kurz vor seinem Märtyrertod stand, das ist der zweite Timotheusbrief, das ist der letzte Brief, den er geschrieben hat, aus der Gefangenschaft, da schreibt er an seinen Schüler Timotheus in der letzten Zeit, da werden sie ihre Ohren von der Wahrheit abkehren, und sich zu den Fabeln, ich erwähnte schon, zu den Mythen, heißt es im Griechischen, Mythos, hinwenden. Und was soll der Christ tun? Da steht im Folgevers. Du aber, sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, lass dich also verarschen, lass dich verhöhnen, lass dich auslachen. Tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst an alle Christen von euch. Tut das Werk eines Evangelisten, das gilt für jeden.
vollführt euren Dienst. An alle, die nicht glauben, ihr habt es heute gehört, das Evangelium. Denn ich habe heute hoffentlich einmal mehr meinen Dienst gemacht. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.